Nach dem letzten Monsterauftrag geht es endlich weiter hier mit dem LS22 und der kleinen Farm. Und zwar sparen wir ja gerade auf den nächsten dicken, fetten Traktor. Denn die alte Möhre hier, naja, ist gar nicht alt, aber oh boy, sie hat so wenig PS. Und da muss ich jetzt echt gucken, gibt es neue Sonderangebote für Traktoren? Das wäre natürlich richtig nice. Und dementsprechend gehe ich dann auch gleich in den nächsten Monat rein und dann gucken wir, welche praktischen neuen Aufträge drin sind. Wir sind jetzt im Mai. Alter, ich hätte es fast verpennt. Wachstumsphase 3. Wir müssen ja jetzt schon Silage machen. Oh, 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 oh. Also bevor ich jetzt gleich pennen gehe, heißt es, Silage machen. Ich habe mich gerade schon beim Einloggen gewundert, dass das Feld hier schon so ausgereift war. Ja, Mann. Also, ab auf den Bock. Zack. Und wir gehen auch direkt rein. Ich hole mir das komplette Mähwerk. Nee, ich hole mir nicht das komplette Mähwerk. Ist ja noch nichts mit komplett. Wir holen uns das Mähwerk. Ankoppeln. Und ich versuche trotzdem mal direkt hier die Fast Bale hinten anzukoppeln. Vielleicht kommen wir da ja so irgendwie mit einem vernünftigen Tempo zurecht. Und dann könnte ich ja schon direkt damit Ballen machen. Silage ballen. Zack, auch noch mit drin. Aber jetzt gucken wir mal eben. Ne? Beides senken. Steuerung V. Ne, erstmal ausklappen. Steuerung X. So. Vorne, hinten, alles klar. Steuerung B. Es ist beides an. Und theoretisch, ne, jetzt verbraucht er quasi schon alles. Kommen wir hier klar? Kommen wir hier durch? Hör mal, das geht doch, oder? Hör mal, das geht doch. Das geht doch fit. Für das kleine Grundstück ist das doch voll okay, Ich ziehe jetzt hier durch. Ohne Witz, ich ziehe jetzt hier durch, Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich mache jetzt hier schön Silageballen. Wunderbar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Alter, zum Glück habe ich da nochmal drauf geachtet, Alle 2 Monate Silage fertig machen. Alle 2 Monate. So, jetzt müssen wir mal eben wenden. Zum Glück ist hier keine Fruchtzerstörung eingeschaltet und wir mähen mal eben beim Nachbarn alles mit ab. Der wird sich freuen. So, dann fahren wir hier rüber. Hier sagt er aber auch, Alden, ist nicht dein Grundstück. Da, jetzt geht es. So knapp daneben. So. Kommt ein bisschen was bei rum. Ist nicht wahnsinnig viel. Aber ich nehme natürlich alles mit. Bringt alles Cash. Alles, was irgendwie Cash bringt, mitnehmen. Dat Mod. So. Hier auch noch schön alles mitnehmen. Das machen wir gleich hier. Jetzt gehen wir erstmal hier an dem Rand. So, einmal hier schön die Bahn entlang. Ja, läuft. Guck mal hier, 79% in der Vorpresse. Danach geht es gleich direkt weiter dann. Hoppala. In die, so, na, doch so. Danach geht es dann weiter in die hintere Presskammer mit 80%. Perfekt. Jetzt ziehen wir mal hier die Außenbahn erstmal lang. Man sieht mal wieder nichts. Komm. Ah, geht doch. Und da ist der erste Ballen fertig. Sauber. Jetzt wieder schön gewickelt. Ist das nice, Ist das nice. Erster Ballen fertig. Erster eigener Silageballen. Hui, weg ist er. Der erste eigene Ballen, Alter. Kannst du nicht ausdenken, So, schön alles mitnehmen. Hier auch, jedes Fitzelchen. Kommen wieder zurück, jawohl, schön auf die Mittelspur. Dann können wir hier nämlich auch alles mitnehmen. Und jetzt geht's gleich, ja, jeden Krümel. Und jetzt geht's gleich aufs Feld. Ja, ich würde sagen, ab auf dem Acker. Wir haben nochmal da 30% drin. Ja, und jetzt müssen wir hier wirklich dieses grausame Feld machen, Ich muss das wahrscheinlich noch ein paar Mal fahren, das Feld. Also das wird, hoppala, das wird noch ein paar Mal, muss ich noch ein paar Mal abernten.
weil wir einfach ja noch kein Geld haben fürs neue Feld. Der Plan war ja zuvor, schön investieren in das neue Feld und damit dann weitermachen. Aber weil die PS einfach nicht ausreichen, macht es keinen Sinn. Ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig hier ohne eine PS-starke Maschine. Ich bin jetzt schon hart am Limit. Und theoretisch wollte ich ja hinten noch das Schmetterlingsmähwerk drauf haben und damit dann richtig Gas geben können beim Mähen. Aber das ist ja leider ja aufgrund der wenigen PS hier schon nicht machbar. Deswegen machen wir das auf den Weg hier. Schön einmal abernten, dann einmal hier alles wieder schön striegeln und so Sachen. Und dann lübt das. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Nochmal hier schön an der Kante entlang. Das Feld ist einfach Katastrophe, ne? Es ist Katastrophe. Mit diesen ganzen Ecken hier, links und rechts und links und rechts, es ist schwierig. Nächster Ballen, jawollo. Das ist aber schon nice. So, ich ziehe jetzt, würde ich einfach mal sagen, ich ziehe noch ein bisschen durch. Schön ein nach dem anderen. Zack. Und dann haben wir hier bald, ich weiß nicht wie viel. Ich bin gespannt, wie viele Ballen dabei rumkommen. Aber das wird schon, ne? Der eigene Acker, die ersten Silageballen, Alter. Die reifen dann schön, ich glaube, 2 Monate. Und dann sind die ja genau ready, beziehungsweise ich lasse die so lange, bis ich sie dann im Winter zum Maximalpreis wieder verkaufen kann. Und dann wird erst Cash gemacht. So lange bleiben die hier rumliegen, so lange hebe ich die alle auf und gut ist. Und dann irgendwann kommen sie weg, dann irgendwann werden sie verkauft, wenn halt der Preis am besten ist. So, jetzt aber erstmal weiter durchziehen hier. Das hier wird jetzt die letzte Bahn sozusagen. Und dann muss ich mal gucken, dass ich die ganzen Fitzel, die hier noch überall rumliegen, alle noch einsammle. Und mal sehen, ob ich daraus noch eine ganze Ladung bekomme. Das wäre nicht so schlecht, ein ganzer Ballen. Irgendwo muss der ja herkommen, ne? Vor allem, was mache ich denn, wenn ich den nicht rausbekomme? Gammelt das dann die ganze Zeit in meiner Ballenpressmaschine rum? Das wäre ja ein Ding. Ich brauche auf jeden Fall hier noch ein bisschen Gras. Na, ich glaube, ich habe auf dem Hof habe ich noch ein paar Pflänzchen stehen. Also so ein bisschen was sollte vielleicht sogar dann noch gehen. Aber wahnsinnig viel ist es nicht. So, anheben. Und jetzt nehmen wir hier schön alles mit. Wir sind bei 50% in der Vorpresskammer. Oha. Das wird knapp. Das wird wirklich knapp. Ich fahre jetzt nochmal schön die ganzen Fitzelchen ab. Und danach gucken wir uns das Feld an, in welchem Zustand das ist. Und ob wir danach nochmal hier drüber grubbern müssen. Ja, das ist natürlich ein Ding, ne? 74%. Und ich würde sagen, ich habe so gut wie alles jetzt hier weggemäht. Das wird wohl nichts mehr mit einem kompletten Ballen. Ich fahre nochmal eben alles ab. Aber ich glaube, das wird wirklich schwierig hier. Sämtliche Seitenstreifen, alles, was noch so einigermaßen was geben könnte. 76%, es wird knapp. Tja, was macht man jetzt, wenn man tatsächlich keine Chance hat, das Teil vollzukriegen? Muss ich wirklich auf einen anderen Auftrag warten und dann da nochmal das letzte Fitzelchen reinbringen? Das ist ja ärgerlich, ne? Hier geht tatsächlich gerade gar nichts mehr rein. Ich bin jetzt bei 77% Füllung und mehr geht, glaube ich, auch nicht. Absenken, aktivieren. Hier sagt er schon, nope, ist nicht dein Grundstück. Und wenn ich daneben fahre, vielleicht so ein paar Gramm gehen noch. Guck mal, 80%, 81%.
Katastrophe. Ich bin jetzt hier komplett einmal alles abgefahren. Sämtliche Ränder, sämtliches, jeden Grashalm. Guck mal, hier liegt noch ein bisschen was. Alles mitgenommen. Aber es geht tatsächlich jetzt gar nichts mehr. Und die letzten Prozente hier, die letzten 20%, die werden es wahrscheinlich auch nicht mehr. Nicht hier mit den letzten 2, 3 Grashalmen. Wahnsinn. Ja, alles versucht, aber leider ging da nicht mehr. Hier sagt er schon wieder, up, falsch, falsches Feld. Hier auch. Kann zwar immer nur so ein bisschen versuchen, noch drüber zu mähen, so am Rand so ein bisschen. Aber so wird das nichts. 82, nochmal 1% mehr. Ja, bei 80-90% durchaus, aber so leider nicht. Okay, ich lasse jetzt die Maschine hier stehen mit Inhalt. Abkoppeln. Heben, ausmachen und abkoppeln, jawohl. Das Mähwerk vorne auch heben und ausmachen. Muss ich nachher noch sauber machen. Und dann kommt jetzt hier, so, runter damit. Ah ne, einklappen erst. So, die Flügelchen hoch. So, und dann kommt jetzt hier der Ballenhänger zum Einsatz. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Aber ich glaube, ich sammle die erstmal ein und dann gucken wir, kommen wir erstmal noch in den nächsten Monat rein. Erstmal schauen, wie viele es überhaupt geworden sind. Da hinten liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist doch nicht so verkehrt. Vom eigenen Acker. Ist noch keine Unmengen. Aber es ist ja auch nur ein sehr kleines Feld. Also, die ersten eigenen Ballen. Hammer. Progress. Stück für Stück. Mühsam ernährt sich der Silagebauer. Und von den eigenen, ja, es sind 9 Stück, von den eigenen Fischzuchtanlagen, aber auch noch meilenweit entfernt. Weil ohne funktionierende Einnahmequelle sozusagen, mit kompletter Versorgung für die Nahrung der Fische, müssen wir da ja gar nicht anfangen. Ne? Das heißt, wir brauchen 3 verschiedene Arten an Nahrung. Wir könnten das natürlich alles einkaufen. Aber da kommen wir natürlich darüber überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig. Also die ganze Zeit Nahrung einkaufen und dann minimaler Gewinn über die Fische. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, dafür sind die Becken auch zu teuer. So, komm ran hier, die letzten 3. Als dass wir jetzt darüber dann wirklich versuchen, weiter Cash reinzukriegen. Ich glaube, da ist die Methode hier über die Silage schon ziemlich sinnvoll. Das passt ganz gut. Und ja, das nächste Ziel ja, wie gesagt, erstmal der eigene Traktor. Und weißt du was? Damit wir das Gerät frei haben für weitere Aufträge, schmeiß ich die Ballen. Oh nee. Ich wollte die gerade ins Fahrsilo fahren. Aber nachher kriege ich die da nicht mehr raus. Dann bin ich auch genatzt. Also nicht, weil sie nicht rausgehen, aber ich müsste sie dann irgendwie rausschieben oder irgendwie sowas. Und dann ja hier wieder einsammeln. Ich leg die einfach mal beim Nachbarn hier auf dem Acker. So, einfach mal hier vorne irgendwie so hin. Zack, und dann kann ich die ja immer noch wieder einsammeln. Oder soll ich die erstmal drauf lassen? Ah, kann ich auch direkt ablegen, denn es kommen ja höchstwahrscheinlich gleich noch weitere Aufträge, wenn wir in den nächsten Monat reingehen. So, anheben, zurückschieben das Ganze. Und dann hier an der Stelle entladen und ich fahre leicht vorwärts. Hervorragend. Hervorragend. Sehr schön. Kann ich noch ein bisschen zurück? Ja. Ah, man sieht es nicht genau, aber ich habe sie so schön ein bisschen noch zusammengepresst. Sehr gut. Alles wieder einladen. Gerät an die Seite stellen. Mir fällt ein, ich muss, glaube ich, demnächst mal wieder bewässern. Ne? Wir gucken mal eben. 6000 Liter. Ja, ich muss bald wieder bewässern. Das ist ja ein Ding. So, das Teil stellen wir erstmal wieder ab. Und dann geht es jetzt
In den Scan, wir müssen mal eben gucken, wie das Feld aussieht. Wie sieht das aus? Wächst es jetzt nochmal weiter? Nee, jetzt haben wir wieder das abgeerntet. Und nichts weiter. Das heißt, ich muss auch jetzt wieder striegeln. Ich glaube, ich hatte gerade grubbern gesagt, aber ist natürlich Blödsinn. Ich muss striegeln. Denn dadurch habe ich dann automatisch wieder, hoppala, automatisch wieder eine Reifestufe und kann dann bei Stufe 3, also in 2 Monaten weiter, kann dann eben automatisch weitermachen. That's the way. Es ist natürlich ein bisschen sackgängig. Und hätten wir jetzt noch weitere Aufträge, könnte ich jetzt schön noch einen Auftrag machen und hier vielleicht den Helfer striegeln lassen. Weißt du was? Ich teste das mal. Ich teste das mal mit einem Helfer, ob der das jetzt hier schön striegelt. So, wir fahren den hier mal ran. Und in der Zwischenzeit, ich glaube, es gibt noch einen Auftrag. Wir gucken gerade mal rein. Hier. Aber das ist der, was ist das denn? Ballenpressen. Das ist Ballenpressen. Allerdings, es gibt nichts weiteres. Allerdings ohne zu wickeln. Und dafür habe ich keine Maschine. Also, es gibt keinen Auftrag gerade für mich. Und ich guck mal, lassen wir mal eben den Helfer hier rein. Macht er das? Er macht das. Und jetzt zieht er hier durch. Ja. Geil. Das ist gut, ja. Das ist gut. Soll er machen. Denn die Aufgabe hier, also dieser Acker ist wirklich eine Katastrophe. Aber hier sehen wir schon wieder. Wachstumsphase. Gedüngt. Hier nicht gedüngt. Vielleicht sollte ich gleich nochmal mit dem Dünger hier einmal drüber brettern. Das ist ja schnell gemacht. Guck mal, jetzt zieht er hier einfach durch. Er zieht jetzt hier knallhart einfach durch. Perfekt. Also so ein Otto-Job, ne? Also wirklich, ey. Hervorragend. Kann er machen? Wunderbar. Tja, jetzt stehe ich hier, ne? Und kann nichts machen. Ich kann hier noch nicht mal den Honig oder irgendwas anderes machen, weil das ist der einzige Traktor. Ich kann auch kein Wasser nachfüllen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann wirklich gar nichts machen. Das ist ja schlecht. Also skippen wir das mal eben. Und ich guck mal eben, was der Helfer hier so bewerkstelligt und wie das Ganze hier so aussieht. Das kann ich. Ich habe mir gedacht, ich hole mir einfach mal einen Kaffee zwischendurch. Während der Arbeiter hier schön so mehr oder weniger das Feld erledigt hat. Aber das passt doch. Irgendwie passt das schon. So, aber da ist auch schon raus. Ich mache jetzt hier noch den Rest. Das, was hier halt wirklich mies ist auf diesem Acker, also diese Ränder. Ich meine, ich bin da ja auch selber schuld, dass ich da auch noch mal extra was draufstelle. Aber, naja, so ist halt der Acker, ne? Was willst du machen? Wenn man wenig Kohle hat am Anfang, dann ist das nochmal so. Da muss man da halt einfach durch. So, jetzt ziehen wir hier noch zweimal lang. Einmal so, dann hier um die Ecke und dann da hinten den Rand. Und dann ist das doch schön. Dann passt das doch. Bin ich doch komplett zufrieden mit. Und dann kann man da mal schön nebenbei so einen Helfer das machen lassen. Auch wenn es natürlich ein bisschen kostet. Aber der Kaffee hat sich gelohnt. So, mal eben rauf und runter hier das Ganze. Nee. Falsche Taste. Wurstfingers. So. Jetzt nochmal schnell die Kante. Und dann gib ihm. Ja, und dann haben wir hier jetzt gleich wieder die nächste Wachstumsphase. Und ich werde das mal düngen. Ich habe das noch nicht getestet mit dem Düngen. Heißt also, nächstes Learning für mich. Sollte man ab und zu mal düngen oder soll man das mal nicht düngen? Oh, so ein Düngen ist das nämlich. So. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen hier lang brettern. Warte mal, machen wir hier mal schön gerade Kanten. Ne? Einmal hier so lang. Wusch. Und dann einmal da an die Kanne lang. Und dann ist halt wieder schön. So. Oha. Oha. Ey, da muss ich gleich nochmal lang. Ich mach erstmal die Außenkante.
Der fährt einfach auch wegen dieser Schrägen. Ne? Ich weiß auch noch nicht, ob es eine andere Bahn vielleicht besser wäre. Ne? Jetzt habe ich den ja mal da hinten anfangen lassen. Dann landet er jetzt hier so an der Schräge. Ist halt auch uncool. Oder ich lasse ihn so anfahren. So quer rüber. Ich glaube, es ist alles uncool. Oder auf der anderen Seite anfangen. Deswegen ist dieses Feld, das ist so komisch dreieckig. Das ist halt in Gänze irgendwie blöde. Ich liebäugle ja schon die ganze Zeit damit, die Felder hier noch, die Gewächshäuser nochmal abzureißen. Ich meine, die sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Vielleicht mache ich das auch irgendwann, ne? Dann kommen die weg. Und dann kommen hier aber auch vielleicht direkt die hochwertigeren Gewächshäuser hin. Diese Bio-Gewächshäuser, die auch noch verschiedene andere Gemüsearten auch noch mit im Portfolio haben. Das wäre doch was, ey. So, damit ist der Acker nur fertig. Komplett. Nochmal schön ein bisschen verdichten. Yeah. Und so smoke wie that. Das ist doch schon richtig nice. Und jetzt wird hier tatsächlich mal eben der Düngeapparillo angeschlossen. Und ich gucke mir das mal eben an, wie das aussieht. Oh, ich muss die ganzen Geräte sauber machen. Können wir schön im Livestream machen. Livestream immer schön für die wichtigen Aufgaben. Na klar. So. Dann gucken wir mal eben, was der Dünger so macht. Le Dünger. Na, was geht da? Zack, ran damit. 3000 Liter sind noch drin. Und ich fahre mal da hinten kurz ran. So, wir haben ja hier wieder 30 Meter Spanne. Ein Riesengerät. Und ich guck mal eben. Also, hier haben wir jetzt Ertragsbonus 80%. Wachstumsstufe 1. Das ist doch schon geil. Oder hier sogar 81%. Das ist doch geil. Das ist doch richtig nice. So, jetzt fahre ich hier mal so ein bisschen ran. Dünge jetzt hier mal so ein bisschen. Eine Bahn. Nur so ein bisschen. Und wieder aus. Gibt es denn da jetzt irgendwie einen Unterschied? Nö. Also, das ist gepflügt werden, gewalzt werden. Das ist dem Gras schidigol. Haben wir es also? Learning für mich, vielleicht auch für dich. Nix ist mit Dünger drauf. Einklappen, wegfahren. Das Gras braucht keinen Dünger. Es wurde gestriegelt und damit freute sich das Gras, dass es mal wieder schön gestriegelt wurde. Sauber. So, jetzt fahren wir die Geräte schön zur Seite. Und auch das andere Teil. Und dann gehen wir jetzt endlich in den nächsten Monat. Alter Falter, die Bienen sumsen, das läuft. Ja, Wasser ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben noch 6000 Liter hier in den Fässern. Aber das werden wir jetzt im nächsten Monat sehen. Ich hoffe als erstes auf bessere Aufträge. Und als zweites auf einen geilen Traktor im Sonderangebot. 60% Rabatt. So, ab Higher Bobo machen wir. So, es ist 7 Uhr morgens. Nächster Monat, wir sind im Juni. Und ja, das Gras hat Bock. Sieht gut aus. Wachstumsphase 2 von 3. Das heißt, nächsten Monat schon wieder ernten. Was machen hier die Ballen? Geru, 33% in der Gärung. Sehr schön. 3500 Liter pro Ballen. Das ist krass, Alter. 3500 Liter ist da drin. 3500 Päckchen Milch. Jo, nicht schlecht. Was sagt das Wasser? Okay, wir verlieren ungefähr 2500, 2000. Ja, das passt doch. Das passt doch. Ganz entspannt. Okay, die Bienen sind fleißig. Hier wird schön gestapelt. Jawohl, hier geht noch eine Lage komplett drauf. Das ist sehr, sehr nice. Und dementsprechend gucken wir mal als erstes rein in die Angebote. In die Angebote. Nee, falsch. Hier P drücken. P, Angebot. Ach du Schande. Oh, was denn? Ein Glas ist hier drin. Glas Turion 956 Sinus. Oh mein Gott, ich sehe schon, ey. Was ist das denn wieder für ein Ding? Also hier kommen auch wirklich immer nur die Apparate rein, die keiner haben will, ne?
Wo hat er denn seinen Motor, Alter? Was ist denn das? Ach du Schande, das ist ja unangenehm. Nee, damit komme ich nicht auf 300 PS, das sage ich dir so, ey. Na klar. Aber einen auf dicke Hose machen mit den Breitreifen, oder was? Nee, das ist natürlich wieder Mist, ne? Alter. Das wäre natürlich auch krass, ne? Zum Spritzen, Alter. Navigator 4000 Delta Force. 4000 Liter. Was auch immer. Giftspritze. Pflegebereifung. Wollen wir noch so schön verschiedene Bereifung drauf machen? Ist das nicht wurscht? Ist das wurscht oder ist es nicht wurscht? Ich glaube, das ist wurscht. Ah, gewichtsmäßig macht es einen Unterschied. Aber ansonsten. So, Breite. Oh! 33 Meter, 30. 27, 33 Meter, 30 Meter. Also, ich könnte 33 Meter Hardy Navigator 4000 Delta Force allen massiv. Die ultimative Spritze. Aber was mache ich damit? Muss ich was spritzen? Wir gucken mal eben. Gibt es Spritzaufträge? Gibt es Aufträge, wo wir gar nichts gibt's? Come on! Es gibt keine Aufträge? Zurzeit keine Lohndienstleistung möglich. LOL. Das wäre ja ein Ding, ne? Das wäre ja wirklich ein Ding. Was macht er hier? Karotten anpflanzen? Tatsächlich Karotten. Wie sie hier schön stehen, so puschelig. Nice, ey. Das sieht aber gut aus. Ja, was mache ich denn nun? Also wenn es wirklich keine Aufträge gibt, wir sind mitten im Juni, kannst du doch nicht ausdenken, Alter. Haben die denn alle nichts zu tun? Na, guck mal, wenn ich hier in den Filter reinschaue, sind doch hier einige Sachen drin, ne? Guck mal, gedüngt, gedüngt. Da war ich ja sehr aktiv auch. Aber hier bei den Fremdfeldern, guck mal hier, das letzte Monsterfeld, die 71, muss zum Beispiel gekalkt werden, benötigt Kalk. Aber es gibt noch kein Auftrag. Das ist ein Ding. Ich warte noch mal ungefähr eine Stunde ab, ob sich da ein bisschen was ändert. Und dann gucken wir gleich noch mal rein. Na guck, es kommen die ersten Aufträge rein. Die Bauern werden langsam wach. Also Stück für Stück tut sich da ein bisschen was. Noch gar nicht viel, aber es tut sich was. Kleine Ernteaufträge haben wir hier und Ballenpressaufträge. Und ja, wieder Ballenpress und wieder und wieder und wieder. Und es ist natürlich tatsächlich auch ein bisschen viel. Aber es ist auch einfach lukrativ. Und da ich momentan einfach jeden Groschen brauche, muss ich das ja auch tatsächlich mitnehmen. Ne? Und jetzt muss ich bloß immer aufpassen, dass ich einfach nur Silageaufträge annehme. Wie zum Beispiel 13, 14... und 18, das sind dreimal Silageaufträge. Und die kommen sogar 1, 2, 3 alle zur Biogasanlage. Und ich würde sagen, die mache ich nochmal fix. Und dann haben wir hier schön nochmal drei wunderbare Silageaufträge. Und die Felder sind ja ganz oben rechts. Die kleinen, wenn mich nicht alles täuscht, 18 auch. Ja, das ist sogar das größere. 13, 14, 18, also das sind mal eben ratzfatz die Aufträge, Silage für die Biogasanlage und dann haben wir auch noch mal ein bisschen Cash und waren ein bisschen produktiv und vielleicht kommt dann in der Zwischenzeit, das ist ja jetzt gerade für mich auch ein bisschen Fokus, muss ich sagen, hier mal wieder was Neues rein, vielleicht verschwindet hier was anderes. Gibt es da einen Rhythmus? Was ist denn hier? Konfigurieren. Ach nee, das ist die einzelnen Geräte, ne? Dann geht man da rein. Okay. Gibt es hier einen, eine Info? Gibt es hier irgendwas, wo man sagt, ja, alle Stunde,
alle jeden Tag oder irgendwie sowas? Gibt es hier was Neues? Gibt es da irgendwelche Infos zu? Weißt du was dazu? Gerne eine Info auch in die Kommentare schreiben, damit ich beim nächsten Mal mehr weiß. Wir sind bei 150.000. Ich denke, 100.000 wäre schon nicht schlecht. 100.000 noch auf Etash. Und dann verkaufen wir das Gerät. Das bringt ja auch ungefähr hier noch 70.000. Und dann geht es rein in die nächste Maschinka. Ja, das wäre nicht schlecht. So, ich nehme an, Silage Aufträge. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier oben auf dem ersten Acker. Das brettern wir schnell durch. Und danach Hänger holen zur Biogasanlage und Cash machen. Na, und das ist es doch hier, oder? Jo, drängeln wir nicht so. 13, 14 in Folge und hier hinten ist 18. Passt das? Mal eben kurz auf der Map gucken. Da oben ist es. Genau, 14, 13 so rum und hier ist die 18. Also, ich kann jetzt hier schön durchziehen. Mache jetzt hier ordentlich Silage und nehme hier jetzt alle Ballen mit. Muss ich was beachten? Nö. Also, senken. Nee, ausklappen. Jawohl, beides ausgeklappt. Steuerung V. Senken vorne, senken hinten. Steuerung B. Beides anmachen. Und ich glaube, hier geht es sogar noch so gerade, dass ich hier... Und es geht los. Jawohl. Ich nehme hier den Streifen mit, ne? Ich nehme hier den Streifen mit. Ich nehme wieder alles mit, was ich kriegen kann. Alles. Es ist quasi jeder Ballen zählt hier gerade. Denn das ist ja alles extra. Guck mal, da drüben liegt sogar auch noch was rum. Nehme ich auch alles mit. Tipptopp. Und ich kann hier schön durchziehen. Ist das hervorragend. Sehr, 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 sehr cool. Zack, erster Ballen ist fertig. Leute, ich hab Bock, ey. Das bringt wieder gut Cash. Und ohne Scheiß, sowas macht auch einfach Bock, wenn man hier mit der Maschinke einfach so Bahn ziehen kann. So, auch noch GPS eingeschaltet und jetzt läuft das hier. Vollgas! Die ersten Felder sind abgeerntet, die Ballen liegen parat. Jetzt geht es hier an den großen Acker und dafür muss ich jetzt nochmal das GPS neu einstellen. Steuerung S, jetzt brauchen wir hier eine andere Prozentzahl. Kriegen wir das irgendwie hin? Wir machen mal A, B Richtung, Punkt A setzen. Und jetzt fahren wir einfach mal ein Stückchen vorwärts, so. Und jetzt sagen wir... Steuerung S, Punkt B setzen. Hat er gemacht? Naja, noch nicht. Mindestens 15 Meter, okay. Dann fahren wir jetzt hier schön eine Linie. So, das müsste doch reichen, oder? Machen wir lieber noch mal ein bisschen mehr am Rand hier entlang. So. Auf die Entfernung. Steuerung S, B setzen. Hat er gemacht. So, jetzt haben wir hier die Line. Hat auch schon schön gemäht. Perfekt. Und ich würde sagen, ab nach vorne. Zack, alles ist an. Und aktivieren, aktivieren und Abfahrt. Jetzt ziehen wir hier nochmal schön den großen Acker durch. Es kann sein, dass ich das auf dem Rückweg nicht schaffe. Weil hier bergauf
ist das schon ziemlich heftig. Selbst der kleine Hügel, man sieht, dass es da hinten so ein bisschen runtergeht. Selbst da ist das Ding schon hart in die Eisen gegangen. Es kann also sein, dass ich das bergauf gar nicht schaffe. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht mähe ich das auch erst und danach wird hier eingesammelt. Ich muss mal eben gucken. Ich ziehe erstmal ein bisschen durch. So, kriege ich die Paletta noch zusammen? Ich glaube, das wird schwierig. Alter Falter, ja, es ist tatsächlich eine Quälerei hier bergauf, wenn die Maschine komplett in Gang ist. Aber, ja, es könnte vielleicht noch ein Ballen hier zustande kommen. Wäre ja nicht so verkehrt. Und dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen Ballen mehr, nochmal ein bisschen mehr Cash. Ja, das hat ein bisschen gedauert jetzt hier. Jetzt schnell alles einsammeln, ab damit. Zum Silo, wollte ich gerade sagen. Nee, zur Biogasanlage. Und dann die gesamte Silage da wegbringen. Und mal gucken, was da hängen bleibt. Wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Hoppala, mach mal nicht einen auf den hier. Wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vielleicht kriege ich da oben noch einen Ballen zusammen. Ich hole aber erstmal jetzt den Anhänger und dann schnell alles einladen hier. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach ein paar Ballen einfach bei mir lasse. Das heißt, ich gebe alles soweit ab, bis auf die Ballen. Also alles, was nötig war, gebe ich ab. Und alles, was nicht nötig ist, gebe ich nicht ab und lagere das bei mir hier einfach mit ab auf die Fläche und gebe das dann erst Jahresende ab. Mache ich doch viel mehr Cash mit. Könnte ich doch machen, oder? Boah, jetzt überlege ich aber gerade, ey. Ich meine, dann ballert es halt noch mal viel besser rein. Das würde auch Sinn machen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Fläche hier habe, aber an und für sich, ich meine, dann ist es halt ein bisschen Geraffel, ne? Einmal mehr auf- und abladen. Aber dafür einfach einen deutlich besserer Preis. Ich glaube, ich mache das. Ich gucke mir das mal an, wie viele Ballen dann übrig bleiben. Und wenn das wirklich jede Menge Ballen sind, also richtig viele, dann mache ich das, glaube ich. Zuklappen noch, genau. Und abladen. Und dann liegen die da schön. Oh, kriegen wir den auch irgendwie vernünftig? Ne, den machen wir anders. Machen wir daneben. Ja, und dann kriegen wir den da schön für die Ballen einen deutlich besseren Preis bei der Silage. Vor allem bei der Biogasanlage gleich mal gucken, wie der Preis ist. Denn im Winter gibt es einfach mehr Cash dafür. So, auch das Ding abkoppeln, das andere ankoppeln und dann sammeln wir jetzt erstmal die ganzen Ballen ein. Ich denke, ich muss zweimal fahren. Was das Ganze aber ganz praktisch macht, mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal. Denn dann kann ich nämlich mit der ersten Ladung hoffentlich schon so gut wie alle drei Aufträge abgeben. Das wäre richtig nice. Von daher, go, go. Ab, wieder hochbrettern. Ab in den Norden. Alter, hier liegt ja auch noch so viel rum, ne? Das wäre ja fast noch ein ganzer Ballen, der hier rumliegt. Oder zumindest ein ganzer halber. Mindestens. So, also, was haben wir denn jetzt hier? Das sind gar nicht so viele hier. Auf diesen beiden kleinen Feldern ist das gar nicht so viel. Aber wenn man bedenkt, was waren das? 3.500 Liter pro Ballen? Ja, das ist schon einiges. Das ist doch schon mal einiges. So, nehmen wir die mal eben mit hier. Zap, zarap. Dann haben wir die beiden hier auch noch schön. Siehst du, hier liegt auch noch was rum. Aber hier ist eben auch zum Teil, ne? Also gerade hier hinten im Randgebiet kommt dann eben direkt wieder die Meldung. Allen ist nicht dein Grundstück hier. Nur Aufträge und so Sachen. Lass mal deine Finger davon, das gute Gras. Alles mitnehmen. Ich denke, ich habe so mindestens, ich würde sagen, 3 Bonusballen auf jeden Fall dabei. 3 Bonusballen.
Und ja. Zwei auf jeden Fall hier. Oder? Nee, dann sind das sogar mehr. Dann sind das 3, 4. Ja, ich würde sagen mal 4. Bestimmt 4. Hier war so ein bisschen. Ja, hier ist am Rand. Ich hätte noch wahrscheinlich mehr am Rand mitnehmen können. Aber das passt schon. Das passt alles schon. Man muss ja nicht übertreiben. So, jetzt mal gleich zählen, wie viel da noch liegt. Ob das tatsächlich mit einer Fuhre hier alles klar geht. Es wäre natürlich hervorragend, wenn ich das mit einer Tour hier alles direkt fertig hätte. Denn dann bräuchte ich nicht extra abbrechen sozusagen. Ich glaube, ich baller dann einfach eine Fuhre komplett rein. Hab vielleicht noch ein paar Ballen extra, ein bisschen Cash extra. Und wenn damit alle drei Aufträge erledigt sind, ist die gesamte andere Fuhre, das wäre krass, komplett für mich. Das wäre der Burner, ey. So, warte. Oh, komm, komm, komm. So, alter Falter, ne? Ich freue mich auf eine stärkere Maschine. Auf jeden. Apropos, wir müssen gleich mal, ist ja ein bisschen Zeit vergangen, wir müssen gleich mal in den Laden gucken, ob es neue Angebote gibt. Ja, komm, nehmen wir den mal eben hier. 3 Stück sind es noch. 3 Ballen. Oder? Ja. Nee, mehr. Der noch. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt zieht es nochmal durch. Und dann sind es jetzt nochmal 3 Stück. Und dann ist die Karre komplett voll. Jawollo. Nächster, bevor die hier alle wegrollen. Ich habe schon das Gefühl, dass einer weggerollt ist, ne? Nachher mal da hinten den unteren Hang nochmal absuchen. Weil irgendwie fehlt mir, glaube ich, von der ersten Bahn fehlt mir, glaube ich, ein Ballen. So, wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ballen nur noch. Ich würde sagen, selbst das muss ich nicht in Gänze abgeben. Wir fahren mal, da hinten sieht man sie schon. Da waren schon die großen Gärtanks. Wir fahren da mal eben runter zur Biogasanlage. Hoppala, mal einklappen. Und wir gucken mal, was das so bringt. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Na, einen müssen wir noch. Wo ist der Ballen? Kriegen wir nicht runter oder was? Ein Ballen muss hier. Oh, der ist fest. Deswegen geht er nicht runter. Umschalt L, Spanngurt lösen. Oh ne, der ist doch nicht fest. Ja, das ist natürlich ein Ding. Bei mir sind gerade erstmal die Dinger hier ein bisschen rumgebackt. Ich hang hier so halb irgendwie in eine Seile, bin hier fast runtergekippt und habe gedacht, komm, positionier den nochmal neu. Das war ein großer Fehler. Ey. Ja, dementsprechend muss ich jetzt noch ein bisschen hier rumhantieren und die Ballen einsammeln. Aber wir haben fast alles schon abgeschlossen. Das ist gut. Abgeschlossen, abgeschlossen. 18, das ist das große Feld, das erste kleine Feld und das hier ist zu 79% abgeschlossen. Hier vorne liegt noch ein bisschen was. Ich lade das nochmal eben auf und ab und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht. So, ich habe nochmal alles aufgeladen und nochmal nachgeschaut. Also sind alle Aufträge tatsächlich abgeschlossen. Das ist nice. Das heißt, die machen wir jetzt auch fertig. Zack, zack und zack. Damit haben wir das. Bam, 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 bam. Sehr schön, 19, 14.000 quasi nochmal on top und der Rest an Silage, das lade ich jetzt alles komplett bei mir in der Base ab. Also das, was quasi auf dem Hänger noch ist und den Rest auf dem Acker. So, und die Ballen hier, die gehören jetzt alle mir. Ist das nicht der Hammer? Also, die anderen natürlich auch schon, aber das ist natürlich wirklich der Hammer. Dementsprechend kann ich jetzt echt gut gucken, wann der Preis am besten ist. Und mach dann einfach nochmal Bonus-Cash. Oder ich brauche vielleicht irgendwann mal zwischendurch ein bisschen Bonus-Cash. Ich brauche immer Cash. Und kann dann sagen, alles klar, jetzt ist der richtige Moment. Das ist natürlich der Riesenvorteil wenn man das hier in diesen Ballen hat. Man belegt ja quasi jetzt nicht irgendwie eine Anlage oder so, ne? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mein Fahrsilo damit belege, ist das natürlich unpraktisch. Aber jetzt so, die kommen jetzt einfach auf Nachbars guten Stück und dann ist das gut. Ey. So, komm rein da. Ja, perfekt. So, Moke wieder. So, die letzten, ich glaube, 9 Stück waren es hier noch, ne? Genau.
8 und 9 und dann schnell wieder zurück und dann haben wir es auch schon geschafft. Ja, so viel dazu. Nächstes Mal geht es natürlich auch weiter dann auf Twitch. Da machen wir natürlich wieder weiter hier mit dem LS22, bis wir hier endlich die Fischfarm fertig haben. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen dauern. Und spätestens, wenn dann der LS25 soweit ist und wenn man da vielleicht sogar schon ein bisschen was zeigen kann, dann gehe ich da natürlich auch direkt rein und dann geht es damit weiter. Ich bin auch schon mega gespannt, wie es da dann aussehen wird. Natürlich, ja, schön da in die neue Map und alles. Mal gucken, was da so alles passiert. Ja, ich fahre jetzt hier erstmal zurück. Ich würde sagen, ja, es war ganz gut. Gerade das ganze Geraffel mit dem eigenen Gras wieder fertig machen. Wir haben die Grasfläche auch direkt wieder schön aktiv gemacht, aktiviert, damit sie im nächsten Monat auch schon bald wieder reif ist. Ja, und das läuft, würde ich sagen. Das läuft. Die ersten Aufträge sind gemacht. Und wenn jetzt mit der Zeit mehr Aufträge reinkommen, gucken wir natürlich nochmal nach. Apropos nachgucken. Halt mal kurz an, Alten. Angebote. Jo. Nichts Neues, aber so ein Ding ist da drin. Das ist, glaube ich, auch für diese Silage. Was auch immer. Ich glaube, das ist so ein Ausspuckrohr. Oder ist das für Gülle? Irgendwas zum Reinkippen und hinten rausjubeln? Keine Ahnung. Wofür ist das denn, Alter? Eine Kartoffelkanone ist das. So ein Ding ist das. Hier kommen die Kartoffels unten rein. Bam, 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 und gib ihm. Vermute ich einfach mal. Brauche ich aber erstmal nicht. Also, ab in die Base. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, entweder auf Twitch oder hier auf YouTube.